Was passiert am 1.12.? Was ist so dringend? Die Energien sind sehr spektakulär sozusagen. Und ich habe jetzt mal geguckt, von der Hellsicht her, von der Politik her und von der Astrologie her, was an diesem Tag so speziell ist. Und ihr werdet alles in meinem Video gleich erfahren. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben. Wenn es dich interessiert, der Link ist unter dem Video. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem 1.12. Was hat dieser Tag so Besonderes, dass wir ihn auch genauer anschauen müssen oder sollten? Ich habe also, wenn man den Tag googelt, da sieht man, dass also eine neue Verordnung herauskommt, dass die Rentner 300 € Energiezulage bekommen, die Studenten 200 € und noch andere Dinge auch. Da möchte ich jetzt gar nicht mal so sehr darauf eingehen. Auf jeden Fall ist es schon mal was Positives, was sehr schön ist. Ob diese Beträge ausreichen oder nicht, sei einfach dahingestellt, sondern wir gehen jetzt nur mal in diese positive Energie hinein. Wenn man insgesamt so die Lage anschaut, das, was die Medien jeden Tag so von sich geben, das ist nicht so erfreulich, das ist eher sehr bedauerlich und die Entscheidungen, die da auch getroffen werden, sind eher nicht so positiv für unser Land, leider, leider. Und wenn ich jetzt diese Entscheidungen oder gerade ja diese Entscheidungen betrachte und die Energien dazu nehme, die ja vom Universum, von den Planeten auf die Erde strahlen und uns zwangsläufig beeinflussen, ob wir es jetzt wollen oder nicht, ob wir es wahrhaben möchten oder ob wir sagen, so ein Quatsch, sie sind da und sie beeinflussen uns. Deswegen ist es immer gut, wenn man weiß, um was es geht und da sich dann auch persönlich neu ausrichten kann, stärken kann, vorbereiten kann. Also das Video soll euch keine Angst machen, sondern es hat einen Hintergrund, einen positiven Hintergrund, denn es könnte auch noch etwas sehr Positives geschehen. Das erzähle ich euch am Schluss. Und was ich euch nachher auch noch erzählen werde am Schluss des Videos, das ist, warum ich in meinem vorletzten Video so eine komische Stimme hatte. Es gab wilde Spekulationen von euch darüber und ich möchte das gerne aufklären. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal in die Prognosen. Und zwar haben ja einige Politiker Angst vor großen Demonstrationen. Sie haben Angst vielleicht, dass das Volk sich jetzt auflehnt und das nicht mehr so lange mitmacht wie die ganze Zeit. Und wenn ich die Energien anschaue, die da so schwingen, ja, da könnte vielleicht schon was Wahres dran sein, meine Lieben. Ich gehe jetzt gleich mal in das Horoskop hinein und mache euch die Seite auf. Und zwar habe ich bei dem indischen Horoskop geguckt, weil das doch ein bisschen einen genaueren Aspekt hat. Und das sehen wir oben in der ersten Reihe. Wir befassen uns auch heute nur mit der ersten Reihe. Sehen wir den Jupiter, in der Mitte die Mondenergie und dann die Marsenergie, die rückläufig ist. Wenn wir das Ganze insgesamt betrachten, haben wir den Skorpion im achten Haus. Und der Skorpion bringt sehr viel Transformation, Veränderung, tiefgründige Schattenseiten werden offenbart und bringen viele, viele, viele Menschen, ja, eine negative Energie, eine sehr schwere Energie insgesamt. Das ist so der Mantel von diesem Tag. Das ist jetzt nur der Chart für einen Tag, für den 1.12. Und wenn wir dann zu dem Mond gehen, die Mondenergie im indischen Chart, also die findet man nicht im westlichen Chart, die steht hier im Wassermann. Das heißt, das bringt uns die Energien von Revolten, von Energien, die sich, die aufständisch sind, die sich gerne ihre Freiheit zurückholen wollen. Das heißt also, das, was uns die ganze Zeit an Freiheit genommen werden soll oder auch schon lange genug wird, das kommt so in eine andere Schwingung. Man ist also nicht mehr gewillt, das so
auf sich ergehen zu lassen, über sich ergehen zu lassen. Das bringt diese Mondenergie in dem indischen Horoskop uns auf die Erde und beeinflusst uns alle unbewusst, sowohl die Bürger als auch die Politiker. Also es sind ja immer alle betroffen von diesen Energien. Wenn wir dann den Mars anschauen, der in seiner Rückläufigkeit, ja, das bedeutet ja, dass er an einem ganz engen Punkt, dass er also nicht weit von der Erde entfernt ist und in dieser Rückläufigkeit eine intensive Energie auf die Erde ausstrahlt. Und da mit der Mars an sich selbst ist ja, trägt er Kampf und Aggression. Er ist der Planet, die Energie der Zerstörung und der Konflikte. Und das hat ja dann, stimmt ja mit den Ängsten der Politiker überein. Ja, also diese Energie kommt am 1.12. intensiv auf die Erde. Und, aber was da auch noch dabei ist, Energien, die noch tiefer hinter den Schleier gucken, die uns noch mehr die Augen öffnen werden und dadurch neue Skandale sich zeigen könnten. All das ist also da und beeinflusst alle Menschen. Alle Menschen, egal ob sie es wollen oder nicht. Diese Energie ist einfach da, die Planeten sind bei uns und beeinflussen unser Leben. Dann kommt da dazu noch die Venus-Rezeption, welche das Ganze unterstützt und die auch nur im indischen Chart sichtbar ist. Jetzt schalte ich mal wieder um, dass ihr mich groß seht, ihr Lieben. Und wenn man das jetzt so anschaut, könnte man im ersten Moment schon ein bisschen Angst bekommen, ich weiß. Aber es geht an sich gar nicht darum, denn ich möchte euch den Blick jetzt mal auf dieses Schleieröffnen richten. Wenn der Schleier sich öffnet und der bringt dann wirklich aus dem tiefsten Untergrund Dinge zur Erscheinung und diese Geschehnisse haben die Kraft, noch mehr Menschen zum Erwachen zu bringen. Und das ist dieser positive Aspekt, der bei diesem ganzen Geschehen wichtig ist. Denn wir wissen ja, durch heftige Energien, durch schlimme Ereignisse, kommen Menschen zum Erwachen. So war es bei mir persönlich jedenfalls. Und das ist etwas, was uns aufatmen lässt, was uns sagt, okay, wow, wir werden mehr. Wir werden mehr, wir bekommen mehr Kraft und können das Licht noch mehr unterstützen. Jetzt möchte ich euch bitten, nicht unbedingt den 1.12. zu betrachten und zu sagen, genau an diesem Tag muss das unbedingt geschehen. Das ist meistens nicht so. Meistens in der Spiritualität geschieht dann absolut nichts. Aber das heißt nicht, dass die Energien nicht da sind. Das heißt nicht, dass die Schleier nicht gelüftet werden. Und manchmal spürt man diesen Erwachensshift auch erst viel später. Aber der Auslöser, der ist um diesen Zeitpunkt herum. Und das ist so für mich ein Grund zur Freude. Und wenn man versucht, bei jedem Ereignis das Positive zu sehen, dann ist das für mich das Positive. Und es heißt ja noch lange nicht, dass es alles so geschehen wird, wie ich es euch jetzt von den Planetenenergien erklärt habe. Denn es ist ja auch immer noch der menschliche Wille, die eigene Entscheidung dabei, die da eine große Rolle spielt. Und deswegen können wir ja gespannt sein, was letztendlich da an diesem Tag oder in dieser Region der Tage geschehen wird, meine Lieben. Was mir sehr am Herz liegt, ist, dass es euch gut geht, dass ihr in eurer Kraft bleibt, dass ihr Stärke habt und das Licht weiter hinaustragt. Denn wenn ich über die Erde schaue mit dem inneren Auge, sehe ich euch als Lichtsäulen. Ich sehe euch strahlen, ich sehe euch Frieden und Licht ausstrahlen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und das möchte ich auch gerne heute in der anschließenden Meditation mit euch machen, damit wir noch mehr an Kraft gewinnen. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Und ja, jetzt werde ich euch erklären, warum das letzte Mal meine Stimme so zittrig war, warum ich so ein bisschen angespannt war in diesem Video. Und ihr habt euch ja echt ganz viele Sorgen um mich gemacht. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich war ja im Hotel und das Video hatte ich ja auch auf dem Bett gemacht. Ich verlinke es euch hier oben, ihr könnt es dann euch auch nochmal anschauen.
Ich hatte mich verkühlt durch die Klimaanlage. Und in meinem Zimmer habe ich sie zwar immer ausgemacht, aber so in den anderen Räumen, da ist man dem ja ausgesetzt und hatte mich verkühlt und hatte echt einen Husten immer wieder. Und ich habe mich in diesem Video so angestrengt, dass ich ja nicht husten muss, denn ich hatte ja keine Möglichkeit, das Video irgendwie zu schneiden oder was zu machen. Ich habe einfach da so krampfhaft versucht zu reden ohne Zwischenfall. Es ist mir gelungen, aber dadurch war die Stimme halt dann auch so, ja, so zittrig manchmal. Also ich habe nichts Schlimmes gesehen. Alles ist gut, ihr Lieben. Und danke für eure Anteilnahme. Ja, und jetzt werden wir, und ach so, das, was ich euch noch sagen wollte, die Quantenverschränkung. Das ist ja das, was wir, wenn wir jetzt gleich die Meditation zusammen machen werden, unterstützen und verstärken. Die Quantenverschränkung, die wird in jedem Einzelnen von uns wirken, wenn wir in das Licht und in die Liebe und in den Frieden gehen und sich dadurch immer mehr Licht auf der Erde verbreiten wird. Die Quantenverschränkung ist so ein wichtiges Mittel, das wir wirklich in jeder Meditation mit mir jedenfalls nutzen. Und wir werden auch bald für die Kanalmitglieder ein Webinar machen, wo es darum geht. Und es wird auch eine intensive Ausbildung zum Quantenheiler, zum Quantentherapeuten von uns geben. Einfach um diese wundervolle Energie, die ja da ist, um diese Technik noch mehr Menschen beizubringen und zu nutzen. Jetzt kommt der Husten vom letzten Mal, der gar nicht kommen sollte. Ja, ihr Lieben, und jetzt lade ich euch ein zu dieser wundervollen, schönen Meditation, die ich gestern Abend für mich schon selbst gemacht habe und die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Und ich verwende dazu das Auraspray der sieben Schwestern. Ich liebe es so sehr. Ich kann gar nicht davon lassen. Es ist so schön. Jetzt wäre es fast umgefallen. Unter dem Video ist übrigens auch ein Link, falls ihr das gerne haben möchtet. Ich schicke euch aber mal ein bisschen Energie rüber und ich weiß, dass es einige von euch dann auch gleich spüren werden. Ja, und jetzt habt ganz viel Freude. Liebe Menschen, liebe Menschenkinder, liebe Menschenfamilie, mit großer Freude lade ich euch und jeden Einzelnen heute zu dieser Meditation ein. Und mit dem Segen von Smarana begrüße ich euch aus der Tiefe meines Herzens voller Liebe. Und ich sage, schön, dass du heute hier bist. Denn die Energien werden sich wie ein Schutzmantel um deine Schultern legen. Ich überreiche dir Smarana, was ja bedeutet, die Nähe Gottes fühlen. Und so nimm von dieser Energie einen tiefen Atemzug und dehne dich mit dieser Energie aus. Spüre, wie das Licht dich durchdringt, durchfließt, hält und trägt. Und spüre auch, wie du immer leichter wirst. Und wenn du nun deinen Fokus auf dein Herz legst, auf die Energie der Liebe, die in deinem Herzen fließt, und dein Herz so weit ausdehnst, wie du kannst, und spürst, dass du jetzt so groß bist wie dein Raum, in dem du dich befindest. Und wie du nun noch ein wenig weiter gehst und dich so weit mit dem Licht der Liebe ausdehnst, dass du so groß bist wie das Haus, in dem du wohnst. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und dich so weit ausdehnst wie die Stadt, in welcher du wohnst,
und du dabei spürst, wie schön es ist, in dieser Energie, deiner Energie der Liebe zu schwingen. Und du dich nun so weit ausdehnst, wie du möchtest, so wie es dir gut tut. Und du zu schweben beginnst, hinauf in das Universum zu den lichten Wesen, die immer bei dir sind. Und nun deinen Fokus auf deine Hände legst und in deinen Händen einen großen goldenen Ball der Energie der Liebe und des Lichtes entstehen lässt. Und du nun diesen wunderschönen Energieball voller Herzenswärme betrachtest und in diesem Energieball du eine Situation entstehen lässt, in welcher du glücklich warst. Eine Situation, wo du voller Liebe und Frieden warst. Lass dieses Bild in deinem inneren Auge erscheinen und projiziere es in deine Kugel hinein. Erinnere dich an den schönsten Moment in deinem Leben, wo du glücklich und voller Frieden warst. Und nun lass diese Energie aus der Kugel zu dir fließen. Nimm diese Energie in dein Leben hinein, in dein aktuelles Leben und nähere deine Seele, dein Licht mit der Energie des Friedens und der Liebe. Und vielleicht spürst du, wie du dich noch mehr ausdehnst, wie du glücklich wirst, wie du getragen wirst von dieser wundervollen Energie, die ebenfalls in deiner Kugel schwingt. Und nun lege den Fokus darauf, wie es ist oder wie es war, als du erwacht bist. Wie du erkannt hast, dass es noch mehr im Leben gibt als das Äußere. Wie du erkannt hast, dass du selbst der Schöpfer deines Lebens bist. Wie du erkannt hast, dass Erwachensenergie in dir fließt. Und nähere diese Kugel mit dieser Energie. Und lächle dabei, lächle, denn es ist so schön, all das zu spüren, die Bestätigung zu sein. Und dann nimm diese Kugel, diesen Ball und lass ihn auf die Erde fließen. Lass diese Kugel frei, sie wird sich den Menschen oder die Situation aussuchen, in der diese Energie gebraucht wird. Und vielleicht siehst du, wie ganz viele Kugeln jetzt auf die Erde schweben und sich ihren Platz suchen, ihren Mensch suchen. Und dort warten, bis es soweit ist, dass ein weiterer Erwachensschub kommen wird, kommt, sich aufbaut. Der große Shift des Erwachens, begleitet durch deine Liebe und dein Licht. Und vielleicht kannst du ja auch die vielen Säulen, die Lichtsäulen auf der Erde sehen, die Leuchttürme, wo auch du einer davon bist.
Und so lass diese Energie der Freude nun in dein Herz hineinfließen. Und lächle, lächle, denn du bist das Licht und die Liebe. Du trägst den Frieden in dir und dieser Frieden wird durch dich weitergegeben. Und so spüre, wie deine Seele zu tanzen beginnt, voller Freude. Und vielleicht nimmst du ja weitere Lichtarbeiter wahr, die ebenfalls zu tanzen beginnen und glücklich sind. Und so bringen wir zusammen das Glück, die Liebe und den Frieden in dem Erwachenslicht auf die Erde. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst und das Licht unterstützt. Und so sei dir den Mantel von Smarana bewusst, denn du wirst ihn mit nach Hause nehmen, er wird immer bei dir sein und dich schützen. Und so komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Öffne die Augen, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke euch allen dafür, dass ihr heute dabei wart. Und gebe euch ein Küsschen und eine Herzensumarmung. Wenn es euch gefallen hat, liked dieses Video, teilt es, damit noch viel mehr Menschen von dieser wundervollen Energie berührt werden können. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!